sind Sie ein Opfer von Units Broker geworden? Die FCA, das ist die britische Bankenaufsicht, die warnt vor der Units Broker. Und das sollte auch Warnung für Sie sein, wenn Sie dort investiert haben. Wollen Sie wissen, ob Sie überhaupt eine Chance haben, Ihr Geld zurückzubekommen? Dann schauen Sie sich diesen Film an und, wichtig, lesen Sie auch den Bericht dazu, den Sie auf unserer Internetseite finden. Hallo, ich bin Annegret Jochen Resch aus Berlin. Thema Unix Broker. Was ist das denn? Die übliche Masche, es wird mit allen möglichen Finanzinstrumenten gehandelt, so sagt es die Website. Es gibt eine Warnung der FCA, die sagt, das ist alles nicht sehr plausibel, was dort angeblich die Firma, die ihren offiziellen Sitz in den Marshallinseln, auf den Marshallinseln, im fernen Pazifik am anderen Ende der Welt haben. Die ist bekannt dafür. Ganz, ganz viele Betrugsfirmen melden sich dort an, weil es so einfach dort ist. Die Masche ist immer dieselbe. Man wird mit kleinem Geld reingelockt, erhöht dann, weil es so toll läuft. Aber der Spaß hört auf, wenn man sein Geld zurückhaben will. Dann werden Hindernisse aufgebaut. Man muss Steuern, Gebühren, irgendwas noch bezahlen, irgendein Quatsch, offenkundiger Blödsinn eigentlich, wenn man sich das überlegt. Aber viele tun es leider und merken dann, es hilft nicht weiter. Es gibt trotzdem kein Geld. Irgendwann gibt jeder entnervt auf, kann nicht mehr bezahlen, will nicht mehr bezahlen. Aber dann ist immer noch nicht Schluss. Dann meldet sich regelmäßig ein rettender Engel. Was ist das denn? Ein rettender Engel. Der rettende Engel hat die Möglichkeit, in der unterschiedlichsten Gestalt aufzutauchen und seine Hilfe anzubieten, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Das kann zum Beispiel hier die FCA sein, britische Aufsicht, die Ihnen schreibt, Geld ist gesichert, wir können es Ihnen bezahlen, aber Sie müssen noch eine Gebühr bezahlen, 20% auf Ihren tollen Gewinn. Alles weg, genauso wie die anderen rettenden Engel, alles nur Teil der Bande sind, Teil der Betrüger sind, die nochmal abzocken wollen, das ist ein Hand-in-Hand-Geschäft. Was können Sie tun? Viele rennen in ihrer Not zur Polizei. Hilft das weiter? Nicht wirklich. Aus zwei Gründen nicht. Erstens, die Polizei ist meistens völlig überfordert, die Strukturen der Länder zu ermitteln, stellen fast immer die Verfahren ein. Aber das Wichtige ist, ich denke, Sie wollen Ihr Geld zurückhaben. Eine Strafanzeige dient der Verfolgung der Straftäter, nicht der Wiederbeschaffung des Geldes. Oder das ist ein Nebeneffekt, aber das ist nicht die Zielrichtung. Wir verfolgen die Spur des Geldes und sind damit überraschend erfolgreich. Wollen Sie wissen, wie es geht? Dann rufen Sie mich an in Berlin unter 0308-859-770 oder füllen Sie den Fragebogen aus, den Sie unten auf unserer Seite finden. Sie erhalten dann eine kostenlose Einschätzung, ob wir Ihren Fall übernehmen können. Wenn ja, was wir machen und was es kosten würde. Mit dieser Einschätzung haben Sie dann eine Grundlage, auf der Sie dann Ihre eigene autonome Entscheidung treffen können, warum es für Sie sinnvoll ist, sich bei uns anzuschließen. In diesem Sinne, bis dann.